Und raus damit! Ja, wie im letzten Video zum Nordmeer auch schon gesagt, hier gibt es ja eine super Stelle, in der man auch top vom Land aus angeln kann. Und das Gute ist, hier gehen die Aalmuddis ganz gut rein und als Beifang natürlich noch die Skorpione oder die Makrelenhechte. Und da bimmelt er schon direkt rein. Ja, sehr gut. Ja, also die Stelle hier, wie im letzten Video auch schon gesagt, hat der Devilus im Discord auch gepostet. Funktioniert super. Eine von den verschiedensten Stellen, die hier am Nordmeer eben auch vom Land aus gut funktionieren. Hier drüben sieht man ja eine, bisschen weiter da hinten an den Felsen. Da ist direkt die nächste Stelle. Also hier gibt es schon mal die zwei. Oh, hier schon wieder Biss direkt. Und natürlich auch hier weiter links. Da gibt es da ja auch noch eine Stelle. Und tatsächlich direkt gegenüber. Genau da gegenüber kann man sich auch ganz gut hinstellen. Da hatte ich meine Scholle als Trophy. Also es gibt ganz, ganz viele Stellen. Wobei eben da drüben, das ist alles nur mit dem Boot erreichbar. Und hier kann man sich auch mal hinstellen, wenn man nicht gerade ein Bootsticket lösen wollte. Und das Schöne ist, hier kann man sich auch hinstellen, wenn man ganz normal erstmal als Anfänger unterwegs ist und vielleicht auch nur eine einfache Meeresjig-Montage zum Beispiel hat. Dann braucht man nämlich anfangs hier an der Stelle noch gar nicht das ganze Schnickschnack. Das ist natürlich angenehmer, wenn man das hat, und man fängt natürlich auch mehr, wenn man dann diese ganzen Beifänger auch hat, diese Seitenärmchen. Aber für den Anfang ist das hier immer ganz gut. Und ja, auch vom Setup her relativ simpel. Ich habe es hier immer noch, ich bin ja die ganze Zeit schon mit der Overlord hier unterwegs. Zack, auch schon wieder Biss direkt. Ja, also das klappt natürlich auch super. Jetzt hatte ich gerade eben eine kurze Pause gemacht. Wir gucken gerade mal eben in den Kescher rein. Das sieht im Großen und Ganzen gar nicht so schlecht aus. So, den nochmal eben hier ziehen. Die nächste Muschel. Sehr schön, auch super selten. Gar nicht so häufig, die ollen Miesmuscheln. Die hätte ich auch gerne in größeren Mengen. Mal eben schauen. Auf dem Maggot 01. Na, gucken wir da gerade mal eben rein. Maggot 01. Na guck, der schwarze Maggot. Vielleicht ändere ich da doch einfach auch nochmal ein bisschen was um. Und dann gehen wir auch hier mit dem Maggots einfach mal so auf den schwarzen. Ich mache hier auch nochmal die schwarzen Perlen dran. Ja, und ihr seht schon hier von den möglichen Ködern, man kann hier die Maggots nehmen. Man kann hier aber auch super den Real Worm nehmen. Das ist das, was der Devilus zum Beispiel... Na, Bundy hat sich einfach mal hier reingemogelt. Danke dir fürs Follow auf Twitch. Wo waren wir? Genau. Beim Real Worm. Den kann man natürlich auch gut nehmen. Machen wir mal hier so in Rot, Rot-Gelb. Sehr schön. Also auch das funktioniert dann richtig gut, diese Kombination. Und man kann eben verschiedenste Gummifisch-Kombinationen oder Gummifische einfach, wenn man nur den Jig-Kopf hier hat, einfach testen. 1-0er, 2-0er, 3-0er von der Hakengröße, das reicht. Absolut. Und dann eben auswerfen. Hier vorne ist ja dieser große Fels sozusagen grob in diese Richtung. Und wir landen dann hier schön in diesem, ja, was ist das, ungefähr 12 Meter Bereich, ne? Wenn man hier so um die, zack, ist schon direkt wieder Biss. Sehr gut. Im Absinken schon. Das ist natürlich ein gutes Zeichen. Ja, und so läuft das hier. Und so kann man hier die ganze Zeit schön rausziehen. Von der Jig-Führung hat er geschrieben, dass er da relativ langsam gejiggt hat. Ich glaube mit einer 15er Einholgeschwindigkeit, also wirklich sehr langsam. Na, gucke mal, die Aalmudder. Einfach langsam durchgejiggt. Ne? So, das war jetzt hier die letzten paar Minuten, die letzten drei Minuten. Und ja, ich hatte gerade kurz eine Pause gemacht, aber man sieht hier, wie das Kescherbild schon, ja, die letzte Stunde sozusagen war. Innerhalb von einer Stunde hier auch wieder mit einer Miesmuschel. Jede Menge Aalmuddis sind dabei, aber eben auch die Skorpione. Und da auch da kann man dann eben schauen, auf was beißen die Skorpione. Was sind die Köder, die halt gut funktionieren, wenn man die speziell beangeln will. Und wenn man die eben nicht will, versucht man eben, dass man dann die Köder mehr pusht, die jetzt quasi hier von der Aalmudder bevorzugt werden oder vielleicht sogar von der Scholle. Dass man dann eben den Köder mehr verwendet,
Ist natürlich immer leicht gesagt, wenn man so viel Auswahl hat an Ködern, wenn man immer nur einen hat, ja, dann nutzt man halt immer nur den einen. Ich habe ganz, ganz viel hier mit den Schaumgummis zum Beispiel romantiert. Schaumgummi in Rot, Schaumgummi in Gelb. Hat super funktioniert und auch anfangs richtig gut Skillpunkte gebracht. Ja, im Großen und Ganzen ist es das. Das ist hier der Hotspot oder einer der wichtigen, zack, der wichtigen Spots. Makrelenhecht war bei mir bisher sehr wenig, suche ich auch noch. Ich hatte eine Stelle hier vorne, wenn man quasi auf die Spitze da oben hinwirft, so in diese Richtung mehr. Dornhai, passiert auch, recht selten, aber passiert. Also in diese Richtung da vorne, da hat das auch funktioniert. Kann man übrigens auch da von dieser Landzunge hier vorne ganz gut machen. Richtig weit raus, auch eher so auf 50, 60 Meter weit raus. Und in die Richtung gehen dann auch die Sardinen und die, wie heißen sie, die kleinen blauen. Genau, blauer Wittling heißen sie, hier ist er doch. Blauer Wittling, auch die gehen da vorne so in dieser Richtung mehr. Also viele Möglichkeiten auch hier verschiedenste Fische rauszuziehen. Zack, direkt schon wieder Biss, so soll das sein. Also perfekt, perfekter Spot. Wir gucken gleich nochmal eben kurz rein, wie das so vom Kescherbild ist, beziehungsweise vom Silber, inwieweit die sich lohnen und ob man das, so, die nächste Almuda 300. Kaffeeaufträge kommen übrigens auch regelmäßig rein, also von daher gar nicht zu vernachlässigen. Oder man steht vielleicht gerade am Kaffee und denkt sich, nanu, da ist der Kaffeeauftrag, mir fehlt noch eine Almuda, dann kann man die doch da mal eben schnell rausziehen. Kaffeeaufträge, die werden wir hier so eher nicht kriegen. Sardine vielleicht, das probiere ich gleich nochmal an der besagten anderen Stelle. Dafür gehe ich in der Regel hier runter und werfe dann von hier aus so darüber in den Bereich. Genau, in Richtung, genau, da sieht man das ganz gut. Eigentlich ziemlich genau hierhin. Hier kann man auch mit dem Boot sich hinstellen zwischen dem 38er und dem 86er. Hier hat man auch eine ganz schöne, gute Frequenz für den blauen Wittling und die Sardine immer mal wieder. Also das durchaus mal probieren. So, jetzt gucken wir gerade mal in den Kescher rein, in den Fischmarkt. Ja, die Muscheln sind natürlich sehr, sehr schmackhaft, sehr gut. Jetzt nehmen wir mal eben kurz hier unten die letzten. So, bis hierhin. 400 Silber in der Stunde. 400 Silber kann man noch machen. Gar nicht verkehrt. Einfach nur mit dem ganzen Kleinkram hier. Und jetzt hier die letzten paar Minuten auch schon 100 Silber. Da ist natürlich die Miesmuschel maßgeblich mit beteiligt. Ne? Das ist natürlich ganz klar. Aber man sieht es auch hier bei der ollen Aalmutter. Nur so eine kleine 300 Gramm Aalmutter für 21 Silber. Also, wenn man da einen Köder hat, der gut funktioniert mit der Aalmutter, Real Worm 03 war es jetzt in dem Fall. Gerade nochmal eben reingucken. Real Worm 03, das ist er. Also, wenn man schon kann, dreimal verwenden oder viermal direkt. Und wenn man es noch nicht kann, dann halt das eine Mal und dann rausziehen die Aalmutter eine nach der anderen. Apropos, wenn ihr das hier seht mit dem Verschleiß, durchverbrauchen bis zum geht nicht mehr, absolut kein Problem, bis man quasi nicht mehr auswerfen kann. Das hatte ich hier zuletzt mit diesem gemacht. Irgendwann hat man den Verschleiß auf 100%, gar kein Dingen. Dann nimmt man direkt den nächsten, verschleißt den auch weiter. Man hat quasi keinen Verlust an Fängigkeit für die Kunstköder. Auch wenn die irgendwann durchgenudelt sind und komplett zerbissen, funktionieren die immer noch. So, so viel dazu. Jetzt hier mal eben alles verkaufen. Sehr schön. Muscheln, weißt du was, die verkaufe ich einfach nicht. Ich glaube, da mache ich Miesmuscheln draus, oder? Nee, ich verkaufe die. Momentan brauche ich keine Naturköder. Ich mache alles mit Kunstköder. Also 500 Tacken, Kretsching, that's it. Also, so viel zum nächsten Spot hier am Nordmeer, entspannt vom Ufer aus. Daumen da lassen, wenn es dir geholfen hat. Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags immer um 19 Uhr. Petri.